Wenn Hundebesitzer ihren Tieren etwas Gutes tun wollen, dann ist meine Empfehlung, eine möglichst lange Leine. Wenn du deinem Tier etwas Gutes tun willst und ein großzügiges Herz hast, dann schenke deinem Hund eine möglichst lange Leine. Diesen Gedanken hatte ich gerade auf dem Weg, aber ich mache diese Videos hier nicht nur, damit du bei deiner Hundebetreuung gewisse Ideen bekommst, wie du deinem Tier gut tust, sondern ich möchte gern, dass du in das Königreich Gottes das Paradies findest. Deshalb bitte ich dich, dass du dir dieses Video bis zum Ende anhörst. Du musst dir das gar nicht anschauen, hör es dir an. Ich nenne dir jetzt die Essentials, wie du in das Paradies gelangst. Es gibt nämlich nur einen Weg, aber dieser eine Weg ist klar und den nenne ich dir jetzt. Der Mensch kann aus eigener Kraft nicht in den Himmel kommen. Überlege mal, wie weit reichen Raketen? Wie weit reicht das Hubble-Teleskop? Was ist die Ewigkeit? Was kommt hinter den Universen? Das sind Fragen, die sind geistlich zu beantworten. Wer sich da auf die materielle Ebene beschränkt, der ist sehr beschränkt. Der Mensch kann mehr. Der Mensch ist eben, anders als dein Hund, nicht nur ein Seelenwesen, das auf der Ebene der Seele versteht, sondern der Mensch hat einen Geist und damit kann er etwas tun, was kein Tier kann. Er kann sich Gott zuwenden und Gott wendet sich dem Menschen zu. Der Mensch wendet sich Gott zu und Gott spiegelt das zurück, gibt Antwort, früher oder später verständlich. Gott gibt auch so Antwort, denn er möchte, dass jeder Mensch gerettet wird und dazu hat er eine Sache gemacht. Er hat das Böse in der Welt übernommen hinsichtlich der Verantwortlichkeit. Er selbst ist nicht verantwortlich. Er hatte freie Wesen geschaffen aus reiner Liebe heraus, aber die Wesen haben das Böse hervorgebracht, die Sünde. Und deshalb wurde er Mensch und hat die Sünde getragen. Wir kommen mit Sünde nicht in das Paradies, nicht in den Himmel. Wir müssen die Sünden abgeben an Jesus Christus, an das Kreuz von Jesus Christus. Das ist der Weg. Aber wie geschieht das? Das geschieht einfach. Einfach in einer Herzensentscheidung. Jesus Christus als Herrn und Retter annehmen. Das ist der Weg. Eine einfache, freie, kindliche Herzensentscheidung. Einfachst. Triff du die Entscheidung deines Lebens für Jesus Christus, dann wird dein Leben fruchtbar, geistlich fruchtbar. Und der Herr kann dir auch Informationen geben, wie dein Tierhalten, wie deinem Hund ein besseres Leben gewährleistet kann, mit einer langen Leine, mit gesundem Futter, mit gutem Umgang und so weiter. Dein Leben, wenn du Jesus Christus als Herrn und Retter annimmst, wird geistlich fruchtbar, denn dann erhältst du nicht nur Sündenvergebung, du erhältst den Heiligen Geist. Er hat Gaben für dich. Dein Leben wird fruchtbar. Am Ende geht es durch die Wand des Todes in das Totenreich Hades, Sheol. Dort hast du den Totenschlaf, die Totenruhe. Und ganz am Ende der Zeit findet die Auferstehung statt. Wer in seiner Lebenszeit Jesus Christus als Herrn und Retter angenommen hatte, geht ganz anders am letzten Tag, dem Tag der Auferstehung, in das Endgericht vor Gott. Er geht dort hinein voll Zutrauen. In einer Heilsgewissheit, in einem weißen Gewand, in einem eigentümlichen Glanz, geht er am letzten Tag in der Auferstehung ganz gelassen dem Endgericht entgegen. Und was geschieht dort? Er wird hindurchgewunken, denn da ist nichts mehr zu richten. Wer rechtzeitig, das heißt in der Lebenszeit und sei es auf dem Sterbebett, in der Sterbensminute Jesus Christus als Herrn und Retter annimmt, den rettet der Herr, denn der Herr ist der Retter, nicht der Mensch. Der Mensch rettet sich nicht selbst. Jesus Christus rettet, er ist der Retter. Nimm ihn als deinen Herrn und Retter an. Dann führt dein Weg in das Paradies. Es gibt keinen anderen Weg. Gott hat durch Jesus Christus alles geschaffen.
Zeiten, Räume, Welten, alles hat er durch seinen Sohn geschaffen. Jesus war, bevor etwas war. Und als dann die Sünde in die Welt kam, hat er sie getragen. Freiwillig wurde er Mensch, um deine Sünden zu tragen. Lass dein Leben befruchten. Körper, Seele, Geist, Tierhalterleben, jeder Bereich befruchten durch den Geist Gottes. Das wird geschehen, wenn du in einer echten, einfachen Herzensentscheidung Jesus Christus als deinen Herrn und Retter annimmst. Und dann sehe ich dich spätestens am Ende der Zeit im Paradies. Gottes Segen. Amen.